FC Nürnberg hat Freistoß in guter Position nach einem Foulspiel an Füllkrug. Aber das Problem der Nürnberger ist, nach über 100 Ecken in dieser Saison und nach wie vielen Freistößen auch immer nur ein Tor geschossen. Also sie sind so etwas wie der FC Bayern der zweiten Liga, denn auch die Bayern haben nur ein Tor nach über 100 Ecken gemacht. Aber dafür haben sie die letzten 14 Tore aus dem Spiel gemacht. Nürnberg ist damit gemeint. Füllkrug macht's und Füllkrug macht's perfekt. Man kann es auch direkt machen. Niklas Füllkrug, Doppelpack. Am heutigen Nachmittag, es war im Übrigen der erste Torschuss in der zweiten Hälfte, 60. Minute, äußerst effektiv, das Team von René Weiler, ja, und er hat von vornherein wie angekündigt, wir wissen, dass der erste FC Nürnberg über eine gewisse Qualität verfügt, und die zeigt er hier, alles rechnet mit dem langen Ball. Aber Füllkrug zeigt an, ich mach selbst. Und Daniel Bernhard kommt einfach nicht mehr hin. Füllkrugs drittes Saisontor. Jetzt sieht es ganz gut aus für die Nürnberger. 2-0 vorne, sie machen ein gutes Spiel, sie stehen gut. Allen hat ohnehin erst 13 Tore in dieser Saison geschossen. Also was sollte da noch anbrennen? Platzverweis. Die schwächste Offensive der zweiten Bundesliga. Und wir gehen zum besten Team der zweiten Bundesliga. Hier